In dieser kurzen Runde Hellet Loose habe ich ein paar kleinere Gefechtsszenen aus Purple Heartline für euch. Viel Spaß damit. Unser Panzer ist mutig, stationär zu bleiben, während er gegen LWJG kämpft im Nahbereich. Einmal nach dem Busch, ja. Auf der anderen Seite, Flussseite. Ja, es sind aber nur zwei Relais und... Wassi, okay, es sind drei. Ansonsten kam einer auch. Zwei an der Flussseite habe ich, da ist aber noch mehr. Die sind schon auf unserer Flussseite! Dann mach Sachen, Kirk. Wo steht denn unsere Death Gunny, falls... Oh, nicht Gott. Mehr existent, glaube ich. Doch, wir haben eine. A9. Ich hätte auch hin und wieder Lust auf Teamkills. Sag mal, wenn ich dir gegen deine Sättel schieße, explodiert die dann? Ich glaube nicht. Oh, warte. Da muss gerade einer über einer meiner Minen gestolpert sein. Ich habe gerade ohne was zu tun die 2000 Kills als deutsche Errungenschaft bekommen. Oh, das waren zwei, die über die Mine gestolpert sind. Vorne ist ein Gunny, oder? Ja, Spawn Wave gerade ausgeschaltet, waren nur drei Mann. Ich an der Gunny. Gunny weg. Sauber. Hier vorne kommen sie gleich durch die Ecke. Danke vielmals. Sorry, was war auf Ping? Hier vorne kommen sie gleich durch, die nebeln sich hier schon. Ja, dann gehen wir mal zum Infanteriemarker. Oh, die Arti kommt doch. Ja. Ich hab's gemerkt. Feind Supplies gehen da irgendwo runter. Was ist denn das für ein Ping? Guck auf die Karte, aus irgendeinem Grund sind die Feinde genau zwischen uns. Lea hat aufgeklärt. Ja, ich sehe es, hier vor mir sind ganz viele. Mittlerweile tote Feinde. Ja, es sieht jetzt clear aus, wir rücken mal vor. War das denn gerade eine Ad? Ne, glaube nicht, oder? Doch. Ich glaube, da ist gerade irgendwo ein feindlicher Ad runtergekommen, ja. Ich bin jetzt irgendwo ein feindlicher Ad runtergekommen. Irgendwo hier vorne auf einer anderen Straßenseite, frag nicht genau wo. Hat er das gehört oder nicht? Egal. Ja, dann klär den raus, dann Ad, Kirk. Ja. Ich hab da mal einen Garrison-Marker gesetzt. Ist das ungefähr da, wo der Airhead runtergekommen ist? Ich kann's nicht genau sagen. Ich hab den Schirm in den letzten Sekunden nur gesehen. Aber hier ist auch Feind auf jeden Fall. Ja, die sind da gelandet. Ein Panzer hier ist der leichte. Panzer ist markiert. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt schon in die Richtung kommen. Wir fliegen aber sehr tief, die Panzer auf Ping. Oder sehr hoch. Einer ran. Du hast ja mittlerweile auch noch eine Fandep nahe HQ. Ist raus genug. Ja, Kirk, der Panzer steckt fest. Aimt auch in die falsche Richtung. Satchel am Panzer! Gar nicht im Westen ist heiß, glaub. Am Panzer ist ein Satchel. Achtung an den Panzer ist ein Satchel. Da ist ein Satchel dran! Doch. An den Panzer ist ein Satchel, ich würde da weggehen. Ich glaube, die haben es gemerkt. Also scheiße.
Wie viele Teamkills hast du denn? Nee, noch gar keinen. Aber jetzt habe ich welche. Direkt vom Server geflogen. Was? Nee. Waren nur zwei. Wie viele? Zwei, glaube ich. Ja, Idioten. Aber der Panzer ist geplatzt. Ja, ja, dann gibt das. Panzer mit einem eigenen Abschuss geplatzt. Aber Gedanke an die, die da hingerannt sind. Dadurch bin ich mir. Eigener Abschuss. Ja, einer hat meine Rufe, dass seine Satchel dran ist, nicht mitgekriegt. Seine Verzweiflung nicht, ich hab's durchgesagt. Aber dank denen habe ich zumindest den, der die Satchel abbauen wollte, noch erwischt. Meine stärksten Runden, die ich spiele, sind wirklich einfach nur gut positioniert. Hier die 77 Kills Runde auf dem Kran. Weil ich auf dem Kran saß und mich der Feind nicht gesehen hat. Positionierung. Ich bin am Meer dran, ich versuche abzubauen. Bau ab. Immerhin. Er hält es weg. Er war eben schon Feind. Kann sein, dass es die Aufklärung war. Auch schlau, den Airhead zweimal auf dieselbe Position zu schmeißen. Da vorne Feind oder Freund? Du bist Feind. Feind in... Ich spiel gerade auch eine scheiß KD für meine Verhältnisse. Ah ja. Ist eh bald vorbei. Achtung, nördlich vom OP bei den Häusern, da sind Feinde. Kannst leider nicht mehr markieren. Hab ich geholt. Herr Gott, hier sind überall schon Feinde. Bei mir ist es nicht nur wegen dem Positioning, wenn ich dreimal von der Arti geholt wird, wenn ich dreimal wo anlauf und will zu einem Punkt oder soll zu einem Punkt und ich komme nicht durch, weil da überall Feind ist, dann laufe ich da nicht nur ein viertes Mal durch. Ja gut, dann werde ich jetzt in Zukunft, wenn ich Offizier spiele, daraus die Konsequenzen sagen und sagen, es ist halt unser Auftrag, den Feind hier abzulenken. Was ich aber eigentlich vom Squad auch gerade von Leuten, die über 100 sind, erwarte, dass sie selber verstehen, dass manche Angriffe unter Umständen wirklich einfach nur, wir sind halt gerade die Ablenkung, ist. Ja, aber wenn ich, das verstehe ich ja, dann kriege ich einen Angriffmarker. Dann weiß ich, Ziel ist da anzugreifen und Feind zu bündeln. Genauso wie bei einem Deathmarker, da ist mein Ziel nicht dahin zu kommen. Aber meistens kriegst du Movemarker und Movemarker sind für mich, Movemarker heißt, ich will auf den Punkt kommen und nicht Feind bündeln. Das ist halt ein Movemarker und das mag ich an Ratam seinem Führungsstil. Da kriege ich einen Movemarker und es das heißt, kommt da irgendwie hin, richtet euch in die Richtung aus. Wie ihr da hinkommt, scheißegal. Ich bin gerade Sturmangreifer Level 10 geworden, also. Da brauchst du jetzt ja nicht mehr zu spielen. Ja. Was haben wir gespielt? Purple.